Bevor wir uns der Baureihe 480 zuwenden, werfen wir noch einen Blick auf das letzte erhaltene Baumuster der Bauart Stadtbahn. Als Schlepptriebwagen umgebaut, stand er hier am Bahnhof Tegel. Besonderes Merkmal gegenüber den Serienwagen sind die nicht abgewinkelten Türpfosten. Im Juli 1990 war der erste Serien-480er, 480-005, fertiggestellt, hier am S-Bahnhof Tegel. Die 41 Doppeltriebwagen der Baureihe 480 sind zum Preis von insgesamt 185 Millionen D-Mark bei der Waggonunion bestellt. Schauen wir uns nun die Endfertigung an, die nach der Lackierung des Wagenkastens beginnt. Da im Waggonbau durch die relativ kleinen Stückzahlen der Automatisierungsgrad gering ist, dominiert hier noch die Handarbeit. Nachdem der Fußboden eingeklebt und die Fenster eingesetzt sind, beginnt die Verkabelung. Dem Laien wird hierbei jede Menge Respekt eingeflößt. Gerade im Führerstand zeigt sich ein unübersehbares Kabelverhau. Mit dem Einsetzen der Innenwände nimmt der Innenraum langsam seine Form an. Am anderen Hallenende sind die Wagenkästen fast fertiggestellt. Eine gute Woche dauert etwa die Fertigstellung. Alle zwei Wochen verlässt ein Viertelzug das Werk. In der Halle daneben das gut sortierte Lager der Neuteile. In einer anderen Halle werden die Wagenkästen mit den fertigen Drehgestellen verbunden. Es erfolgt eine elektrische Vorprüfung sowie ein erster Probelauf der Druckluftanlage. Letzte Lackarbeiten werden durchgeführt. Bereits fertig 480-007. Bereit zur Übergabe steht 480-006. Etwas mutig die Angabe des Zielbahnhofs. Insbesondere im Innenraum weist die Serie ein paar interessante Abweichungen gegenüber dem Prototypen auf. Überarbeitet wurde die Instrumentierung im Führerstand. Am Kupplungsende ist jetzt Platz für Fahrräder. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die neue Musterung der Kunstlederbezüge. Hier am stillgelegten S-Bahnhof Tegel wurden die Neubaufahrzeuge in Betrieb genommen. Wir hatten Gelegenheit mitzufahren. Gefahren wird zwischen dem Bahnhof Tegel und dem Güterbahnhof Reinickendorf. Teilstück der 1984 stillgelegten S-Bahn-Strecke nach Heiligensee. Erste Station ist der Bahnhof Eichbornstraße. Der Zustand ist für seine Stilllegungsdauer noch recht ordentlich. Eigens für diese Probefahrten wurde die Strecke wieder bis 80 km pro Stunde hergerichtet.
Nächste Station ist der Bahnhof Wittenau. Das Stationsschild trägt immer noch die Bezeichnung Kremmener Bahn. Auch der Bahnhof Wittenau ist von blinder Zerstörungswut gekennzeichnet. In Höhe des Güterbahnhofs Reinickendorf macht sich unser Probezug wieder auf den Rückweg nach Tegel. Die Wende hat der Baureihe 480 eine nicht gerade rosige Zukunft beschert. Vollzüge sind jetzt wieder gefragt. Anfang 1991 hat eine Arbeitsgruppe das Lastenheft für ein neues Einheitsfahrzeug der Berliner S-Bahn erstellt, welches zum größten Teil auf der Baureihe 480 basiert. Wichtigste Änderung ist der Wegfall eines Führerstands. Somit ist die kleinste im Fahrgastverkehr einsetzbare Einheit wieder der Halbzug. Erreicht ist wieder der S-Bahnhof Tegel. Dort wird uns noch die automatische Scharfenbergkupplung demonstriert. Am 5. November 1990 stellte die BVG den ersten Serienviertelzug der Öffentlichkeit vor. Keep Smiling für die Presse. Angesagt war eine Fahrt nach Lichtenrade. Übrigens das erste Mal, dass ein 480er Lichtenrade erreichte. Außerdem war ein Halt am im Bau befindlichen Bahnhof Schichauweg geplant. Im Bahnhof Schichauweg wurde eine weitere Neuerung vorgestellt: eine Klapprampe für Rollstuhlfahrer. Jeweils die Türen am Kurzkupplungsende verfügen über eine Klapprampe. Nach dem 5. November 1990 waren die ersten Neubauzüge im Fahrgastverkehr anzutreffen. Hier im Bahnhof Wannsee. Sicherlich sehr nützlich, das Fenster in der Führerstandstür. Gerade in den Nachtstunden kann der Kontakt zum Fahrer sehr wichtig sein. Das Europawappen an den neuen Wagen steht für einen Baukostenzuschuss von 46 Millionen D-Mark, der aus dem EG-Regionalfonds kam.